Am besten trommel ich zu Verstärkung auch gleich Team Yell zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt und zwar so richtig. Jetzt geht die Geschichte los. Alles davor war eigentlich keine Geschichte. Jetzt geht die Geschichte los. Meine Fresse. Okay. Ab zum Rose Tower und gucken, wo Dalian bleibt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Hurra! Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Pesty. Team Yell ist jetzt der offizielle Fanclub von Pesty Mary. Geil! Und wir brauchen auch deine Hilfe. Deine Hilfe. Und deine. Und überhaupt. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Ah, da ist sie wieder. Miss Emotionslos. Olivia! Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Genau, das ist so, die sind in einem Meeting, da treffen sich ein paar Erwachsene und ein Haufen Kinder sagt, oh, wir müssen ihn retten. Eigentlich ein bisschen albern, wenn man drüber nachdenkt, nicht wahr? Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugten ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange er sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin der Meister der Tarnung, versucht nur mich zu finden. Ich meine, sie hätte den Schlüssel ja auch einfach behalten können, aber nein, sie hat ihn für uns versteckt, damit wir eine Chance haben, reinzukommen. Na toll, und was jetzt? Warum einfach, wenn es so kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Pesty. Perfekt, ich suche die Gegend vor dem Stadion ab. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz? Klar. Mach mal, teleportier mich mal hin. Super, solange mal alle mithelfen, schaffen wir es mit links den Rose Tower zu erreichen. Okay, wir müssen also jeden einzelnen Liga-Angestellten befragen, ob er derjenige ist oder... Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Böse, jetzt wird schon von böse geredet. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Eine abgefahrene, die war genau das Gegenteil von abgefahren, die war nämlich einfach schwarz. Die anderen haben abgefahrene gelbe Sonnenbrillen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Die haben hier aber alle gelbe Sonnenbrillen. Mary, was sagst du denn? Mit mir zu reden wird dir wohl kaum dabei helfen, den Bösen aufzuspüren, oder? Na los, schnapp ihn dir. Aber ich will mit dir reden. Jeden Tag, den ganzen Tag. Und wenn du mal keine Zeit hast, rede ich mit Sanya. Jeden Tag, den ganzen Tag, bis sie keine Zeit mehr hat. Okay, der hat sich weggedreht. Interessant. Hallo? Hey, Pesty! Der Typ da ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn aufzuschrecken, dann dreht er sich bestimmt um. Okay. Hey, Pesty! Der Typ da ist super verdächtig. Ja, ja, versuch doch. Da ist Olivia! Du müsstest sagen, da ist Sanya. So, dann würde er sich umdrehen. Egal, mal gucken. Was? Mist, ich habe mich umgedreht und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Ah, super, herrlich. Will von Makrokosmos. Von was? Ein Liga-Angestellter und jetzt plötzlich Makrokosmos. Wir wissen nicht, was Makrokosmos ist. Noch nicht. Oder? Nein, wissen wir nicht. Wir hatten Mauzi. Giftschock ist wirkungslos. Ach, der ist Stahl, genau. Ha, großartig, Stahl. Na, fantastisch. Dieses blöde Mauzi ist ein Stahl-Pokémon. Okay. Das ist ja jetzt überhaupt kein Problem. Ah, wunderbar. Das Gala-Mauzi ist ein Stahl-Pokémon. Okay, das hatte ich irgendwie schon wieder komplett verplant. Also diese Anzeige ist echt hilfreich. Fermicula. Ah, Gott. Von Fermentieren. Da kann man sich den Namen merken. Oder da kommt er halt auch her. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich Gift, vielleicht auch Käfer. Wir bleiben mal bei Glenvan. Vergiftet werden kann er nicht. Ah, genau, dieser... Wir feuern dich an. Sehr gut.
Ihr seid die Besten. Die Initiative von Glemmern steigt stark. Also Fermikula ist Käferstahl. Noch einfacher geht's nicht. Den können wir auspeitschen und es wird ihn erledigen. Vierfacher Schaden. Nimm dies. Auf wieder, tschüss. Fermikula. Okay, und jetzt gibst du mir den Schlüssel, oder wie? Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. So ein Käse. Guck mal, er hat 6 Pokébälle, aber nur 2 Pokémon. 4 sind leer. Ich versteck mich einfach. Dann kommt niemand an den Schlüssel. Boah, hat er ein Tempo drauf. Wo der sich jetzt bloß versteckt hält. Der wollte mich verarschen, oder was? Okay, dann reden wir halt mit den anderen Liga-Angestellten auch noch. Die rennen hier die ganze Zeit im Kreis. Hallo? Wir haben so viel mit dem Champ Cup zu tun und jetzt kommen wir nicht zum Rose Tower. Das ist alles die Schuld dieses bösen Liga-Angestellten. Das ist immer noch so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Endlich hat der Champ Cup begonnen. Manchmal haben wir so viel zu tun, dass ich am liebsten blau machen würde. Oh, da! Guck mal, hier links. Da! Ich sehe dich. Hallo? Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft. Was denn schon wieder? Du hast doch wieder einen Mautz und einen Fermikula. Wie schnell heilst du denn deine Pokémon? Du kannst ja deine... Ein Flunkiefer? Wo kommt das jetzt her? Egal, ist schon wieder Stahl. Stahlfee, aber das macht eigentlich nichts. Oder was sagt... Also Feuer sagt nichts gegen Fee. Völlig in Ordnung. Wir müssen wirklich eigentlich weiter Flammenwurf machen. Glenvan ist ein Spezialangreifer. Und die physische Verteidigung von Stahl-Pokémon ist natürlich sehr hoch. Scheint so, als ob der Liga-Angestellte immer Stahl-Pokémon hat. Oder Will von Makrokosmos. Was auch immer das ist, damit wurden wir jetzt zum ersten Mal konfrontiert. Stahlobor. Wunderbar. Noch ein Stahl-Pokémon. Ah ja, Stahlboden. Ich hatte jetzt eben kein Bild vor Augen. Du schaffst das. Yay, los, Pesti. Yay. Die Verteidigung und die Spezialverteidigung steigt stark in so einem Kampf, der nichts bedeutet. Egal. Egal, Mann. Von der Sache her könnte man sich den Kampf auch komplett sparen, weil die EP sind einfach lachhaft, die ich bekomme. Warum ist dein Team nicht wenigstens auf Level 50? Aber interessant, dass er jedes Mal nur 2 Pokémon benutzt. Das heißt, wir könnten ihn nochmal angreifen. Dafür habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt. Okay, gut. Doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht so gut. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie! Okay, er ist hier nach links. Oh, da! Guck mal, in der Telefonzelle. Das ging ja schnell. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Das ist doch bescheuert. Will von Makrokosmos. Schon wieder. Castadur. Pflanzestahl. Okay, also der mag Stahl-Pokémon. Der steht auf Stahl-Pokémon. Castadur ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, Stahl-Pflanze. Den können wir sogar mit einer Feuerpeitsche. Und der ist noch nicht entwickelt. Von daher ein sehr einfacher Gegner. Absolut gar kein Problem. Eisenstachel wirkt. Nein! Weil wir unbedingt physisch angreifen mussten. Na, so ein Scheißdreck. Das war vielleicht doch keine gute Idee, Mann. Okay, Stahlos. Die Weiterentwicklung von Onix. Können wir auch machen. Stahlboden. Oder Stahlstein. Weil dann wäre der Flammenwurf nur normal effektiv. Wir glauben an dich. Setz dich durch. Du bist die Beste. Angriff und Spezialangriff steigt stark. Doch sehr effektiv, denn ist er tatsächlich Stahlboden und nicht Stahlstein. Sowas kann ich mir fast nie merken. Aber es ist wie bei Onix, Steinboden und dann wurde der Steintyp mit Stahl ersetzt. Vielleicht ist das einfacher, sich zu merken. So, also Flammenwurf. Das sollte ihn eigentlich aus Latschen hauen. Der ist zwar 9 Meter groß, aber ha, interessiert ja keinen. Und so wie der sich jetzt ausstrecken würde, wäre er erst eher zwischen 3-4 Meter. Er müsste viel größer sein eigentlich. So das Modell an sich. Verstecken ist sinnlos, kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Alter, stell ihm doch ein Bein oder irgendwas. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkste, ich habe keine Lust mehr, eine Standpauke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail hüpfe. Ja, aber da muss ich doch sowieso hin. Bringt Hopp her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht entwischt.
Das macht doch, das ist doch... Dann hüpft er in die Monorail. Er muss, dann kommt er vom Bahnhof. Es reicht ja nicht, wenn du dich in die Tür stellst. Na toll. Jetzt haben sich alle die gleichen Sonnenbrillen gekauft. Das könnt ihr doch nicht machen. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Pesti. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Jetzt sofort. Vergiss den Untergang der Welt. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Bitte? Meine Lieder werden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meinen Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Du bist der schlechteste Sänger aller Zeiten. Boah, Ness! Ness, ja, Mann! Hey, ist das nicht Ness? Gibt ihr etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert? Egal, komm, lass uns näher rangehen. Na klar, er ist halt eine gewisse Berühmtheit und dann... Und dann scharen sich die Leute um ihn herum. Ich weiß nicht, inwieweit mir das helfen soll. Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monorail zum Rose Tower fahren. Wo habt ihr denn den Schlüssel her auf einmal? Pesti, hopp, na los, macht schon. Das ist eure Chance. Macht was draus. Habe ich nicht verstanden. Wo hast du denn den Schlüssel her auf einmal? Hat er den verloren? Hat ihn dir jemand... Ach, ich weiß nicht. Da wären wir, der Rose Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag, die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Das bezweifle ich. Okay, was ist euer Plan? Team Yell und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Pesti? Gehen wir schon mal vor. Ich bin dabei. Je schneller wir Delian da rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Dank dir haben wir es bisher geschafft, Pesti. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass diese Nummer mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Vielleicht auch, um uns aufzuhalten. Vielleicht reicht das schon. Warum der Präsident den Champ im Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Und was heißt festhalten? Das hat ja keiner gesagt. Oder? Bin ich jetzt doof oder alle anderen? Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie ein Spikeford. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich. Ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleib hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wer die Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Okay, wie wär's mit der Heilung? Komm, machen wir es auf die Socken, Pesti. Okay, scheinbar nicht. Ich werde trotzdem nochmal mit dir reden, auf jeden Fall. Ich bleib hier, okay. Wenn ihr Hilfe braucht, ihr findet uns hier. Ja, und was habt ihr zu sagen als Hilfe? Los, geht endlich. Ne, das ist eine tolle Hilfe. Wie sieht mein Team aus? Nicht geheilt, erstaunlicherweise. Ach, Glenmann geht's aber gut genug. Da müssen wir eigentlich nichts machen. Also rein hier in den Rose Tower. Und mit Hopp rede ich nicht mit dem Penner. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was hier drin los ist.